sein eigenes Regime als eine illiberale Demokratie bezeichnet wird. Was heißt das? Was heißt dann eine liberale, also der Gegenteil, eine liberale Demokratie? Da gibt es also kein anderes Schwach wie zwischen einer liberalen und einer illiberalen Demokratie. Demokratie heißt Herrschaft vom Volk, wortwörtlich, von Griechisch Demos, Volk, die an der Scheneriert vom demolischen US-Präsident Abraham Lincoln nach während dem Sezessionskrieg 1863 die Regierung vom Volk, für das Volk und durch das Volk. Und an dieser Idee, dass das nie von der Erde verschwindet. Das geht also bedeutend, Volk regiert sich selber, Volk als den Souverän. Man stellt sich natürlich ein paar Fragen, zum Beispiel, wen gehört zum Volk, auf wen nicht, auch unter dem Lincoln, weil das nach lange nicht souverän. Auf welcher Form kann Volk regieren, direkt, indem es sich selber Gesetze gilt. Auch das war unter dem Lincoln nicht der Fall und das haut natürlich auch nicht. Oder indirekt, an dem es sich Vertreter wählt. Und dann natürlich spiegeln die Vertreter dann auch wirklich die Wille von dem Volk da rum oder nicht. Mit jedenfalls an einem Wort, ein demokratisches Regime heißt Volkssouveränität. Ein liberales Regime, also ein Regime, wo es eine Reihe von Freiheiten und Grundrechten gibt, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, eigentlich das, was man auch oft als Rechtsstaat bezeichnet, darüber komme ich noch zurück. Aber welchen Zusammenhang besteht zwischen Demokratie auf der einen Seite, am Sinne von Volkssouveränität, an liberalen Rechten und Freiheiten auf der anderen Seite? Kann es eine Demokratie gehen ohne so Rechte und Freiheiten? Oder umgedreht, kann es ein liberales Regime gehen, die nicht demokratisch werden, die ist, wo es zwar eine Reihe von Grundrechten und Freiheiten gibt, die auch garantiert werden, mit dem Volk nicht oder nicht viel zu tun hat. Könnte es also Sinn, wenn man die Opposition guckt, könnte es also Sinn, dass es für Demokratie, wo wir sie eigentlich verstehen, zwei entgegengesetzte Gefahren gibt. Einerseits, dass über demokratische Prozeduren, Grundrechte, über demokratische Prozeduren, wohlverstanden, Grundrechte auf Vorgestalt gehen. Andererseits, ob und wann gewissen Liberalismus Volkssouveränität ergreift. So wie Teil steht, wird ihn die zwei Gefahren zusammengefasst. Problem ist, dass gewissen vermeintlich demokratisch Kräfte Rechtsstaatlichkeit könnten ergreifen, was endet dann nun gang. Gleichzeitig, dass aber auch gewisse vermeintlich Liberalkräfte Volkssouveränität könnten auslöschen. Die Geschichte von der illiberalen Demokratie als eigentlich eine reale Geschichte. Den Ausdruck illiberal Demokratie als auch nicht vom Orban geprägt, mehr für das, wenn ich das gut verstanden habe, an den 90er Jahren, und zwar in Bezug auf die freien Teile von der Sowjetunion oder Jugoslawien, wo gemeint war mit dem Ausdruck, dass es zwar einigermaßen demokratisch Wahlen kein gehen, mit das aber aus den Wahlen eine Regierung können dafür gehen, die liberal Grundrechte gibt, Einschränkung, Meinungsfreiheit begrenzen, die Opposition unterdrücken. Das wäre also eine illiberale Demokratie, die wäre zwar irgendwie demokratisch zustande kommen, gibt aber Grundrechte aufbauen. Das gibt also tatsächlich bedeuten, dass es zu einem Gegensatz kein kommen zwischen demokratischen Prozeduren auf der einen Seite und Grundrechte auf der anderen Seite. Also ein Gegensatz zwischen Volkssouveränität und liberalem Rechtsstaat. Ich habe noch so zweiten Punkt in der Geschichte, weil der Begriff illiberal Demokratie, den das vielleicht für dich dann in den 90er Jahren gebraucht, wie mir sagt selber,
das aber schon viel mehr an der Geschichte von der elektoralen Demokratie, also doch vier drin vier kommen, dass nur einigermaßen demokratische Wahlen, Grundrechte aufgebaut wurden von den Regierungen, die auf die Art und Weise durchkommen. Schließlich waren, muss ich auch daran erinnern, Nazien an den Jahren 32, 63, auch nicht, pardon, 32 und 33, nicht so weit davon weg, für ihre Wahlen durchzukommen, an ihren Regime zu etablieren. Geschichte wiederholt sich nicht, und ich meine, muss ich noch immer mit Vergleichen vorsichtig sein. Und aber muss man ja feststellen, den Orban ist aus Wahlen auf ihr Gang, der Bolsonaro in Brasilien auch, den Erdogan an der Türkei, an der Trump an den USA. Ob die Wahlen immer so korrekt waren oder nicht, los man dann mal ab, es waren Wahlen. Aber wenn sie Grundrechte aufbauen, die ja nach anderen, die ähnlich handeln, da berufen sie sich auf den elektoralen Erfolg. Das heißt, sie berufen sich auf eine Legitimität, die sie durch Wahlen hätten, also durch demokratische Prozeduren. Natürlich, wie gesagt, kann ich nicht mehr fragen, wie frei und fair die Wahlen wirklich verlaufen sind, aber es war an all den Fällen, die ich noch zitiert habe, auch irgendwo einen demokratischen Prozess. Das ist also die Frage, von dem Gegensatz sich wirklich stellt. Also kann über Demokratie können Grundrechte gebaut werden? Fragezeichen. Rechtsstaat an Demokratie ist mein dritter Punkt. Ob den Orban kommt, schnell die Antwort. Eine illiberale Demokratie wäre ein Widerspruch an sich. Demokratie, Rechtsstaat und liberale Freiheiten, Rechte, die zusammengehören, Liberalismus und Demokratie können die nicht voneinander entkoppeln. Liberalismus und Demokratie, ein Rechtsstaat, das wäre also quasi dasselbe. Ich meine, ich spreche nicht zu betonen, weil ich meine, es wäre selbstverständlich, dass den so ein autoritärer Kurs à la Orban für uns nicht akzeptabel ist. Wir verteidigen Grundrechte wie Pressefreiheit. Wir verteidigen die Unabhängigkeit von der Justiz, die ihn vorstellt. Wir verteidigen die Rechte von den Frauen und Selbstbestimmung am Unterschied zu Polen. Die Rechte von den Minoritäten, Menschenrechte von den Flüchtlingen und so weiter. Hier steht also dann ein Law, dass mehr müssen Anhänger vom Liberalismus geben. Wir engagieren uns so für den Rechtsstaat. Der Rechtsstaat der Liberalismus dasselbe ist, dass immer nur alle guten, notgedrungenerweise zu Liberalen bekehrt gehen, oder nicht? Aber was ist Rechtsstaat überhaupt? Für uns zu fangen, mal nicht ganz viel. Die allsimpel Definition als die Hai: Rechtsstaat ist von Herrschaft nicht vom Mensch oder vom Menschen, sondern vom Gesetz besteht. Die Herrschaft also nicht von einem absoluten Herrscher, den nur Willkür kann machen, was er will, den man den Menschen kann machen, was er will, mehr eine Gesellschaft, die geregelt wird durch Gesetze und der Schied für ihn sich muss haben. Auch die König oder die Regierungen oder Verwaltungsapparaten, so gut Richterin oder Gradrichterin, und so gut Polizei, so gut auf Frankreich, herrscht, und nicht den einzelnen König oder Regierung oder wie auch immer, nur Willkür. So definiert auch einen guten Lützebäuer Verfassungsspezialist an einem ganz voluminösen Buch über den Rechtsstaat, das werde ich logisch so tun, l'idée commune à tous les libéraux, wir sind immer bei den Libéraux, gesehen, que sous la liberté ne peut s'épanouir que sous le règne des lois et non pas sous le gouvernement d'un homme aussi sage et éclairé soit-il, also die Herrschaft vom Gesetz und nicht von einem Mensch, wie weiß das noch immer wer. Losin mengen ist ja auch Gesetze besser, der auch wie Willkür, mit dem man da also aber auch nach einem Jahr nicht viel gesucht. Auch an totalitären Regime gibt es Gesetze. Froh als wie auf wem gehen Gesetze gemacht, wie gut, aber wie schlecht sind sie für die Bürger, schützen sie
oder man erzählen sie Grundrechte, suchen sie für Gerechtigkeit oder nicht. Also Rechtsstaat, also mal nach vagen Begriff, also Rechtsstaat ist nicht dasselbe wie Gerechtigkeitsstaat. Nicht automatisch, auf jeden Fall. Dafür gibt es dann eine Regel mal auch von liberaler Seite. Normalerweise ist der Rechtsstaat ein bisschen mehr genau definiert durch zwei andere Begriffe, die wir wohl schon direkt oder indirekt eigentlich angeschnitten haben, nämlich Grundrechte an Gewaltentrennung. Das ist mein vierter Punkt. Das ist mal Grundrechte. Ein Rechtsstaat misst an der Regel eine Verfassung haben, also ein ewiges Gesetz, an dem eine Reihe von Grundrechten festgelegt sind, die auch durch ein einfaches Gesetz nicht können geändert oder aufgeschafft werden. Das ist bei uns so und das ist bei allen eisenlopischen Ländern ist das auch so. Aber auch da stellt sich noch immer die Frage, wie ein Grundrechter sind das dann? Für wen gelten sie? Geht es nicht mehr um individuelle Rechte wie Meinungsfreiheit oder so Sachen? Oder geht es doch um Kollektivrechte, Sozialrechte, die Rechte auf Sozialversicherung, auf Funden, auf Partizipation, auf Bildung, auf Gesundheit etc.? Du hast ein breites Feld von Auseinandersetzungen. Und ich meine auch nach einem großen Defizit von der bestehenden Verfassung, die Mehrheit zu Lützeburg schon gerade von dem Entwurf, der von der Majoritätspartei 4 gelöst wird. Und dafür haben wir in diesem Entwurf eine grundsätzliche Auseinandersetzung auch abgeworfen, über die Grundrechte auf vier Gesinse deutlich auszuweiten, par rapport zu dem, was da besteht. Zweitens, die Idee von der Gewaltentrennung. Separation des pouvoirs, so man haut. Die wird gewöhnlich zurückgeführt auf den französischen Autor, den er schon lange nicht mehr lief, Montesquieu, mit vom 18. Jahrhundert, den aber allgemein betrügt wird, auch als Vierdenker von der französischen Revolution, auch vom liberalen Staat. Er schreibt an einem voluminösen Werk eben über die Gesetze an die Geist von den Gesetzen, l'esprit des lois, schreibt er, wenn ihn ein absolut Mucht an den Missbrauch von der Mucht will verhindern, dann muss ihn Mucht abdehlen, also trennen. Dann muss ihn der enge Mucht immer ein einer entgegensetzen, weil niemand ein Mucht kann ein einer Mucht begrenzen. An einem Satz. Lum, sieht in der Experienz, falls der Mensch also immer irgendwie eine Versuchung für von einem Mutterstütze zu missbrauchen, und dafür muss ihn die Pouvoir du angrenzen. Wir verstehen halt, in der Separation des Pouvoirs, normalerweise die Abteilung von dem Pouvoir legislativ, der einerseits an eigentlich an nächster Stelle den Gesetz soll machen, den Pouvoir exekutiv, den sie soll ausführen, die Regierung, den Pouvoir judiciaire, Gerichter, den die über die Ausführung sollen wachen und verstehst gegen die Gesetze bestrafen. Theoretisch also, wenn wir Separation seriös holen, dann müssten die drei Pouvoiren unabhängig voneinander sein. Streng geholt, die Fetsche bedeuten, dass die Regierung sich nicht an die Gesetzgebung gibt, anmischen. Also, die merkt schon, wie man es formulieren, dass das natürlich nicht der Realität entspricht. Und dass die Regierung wie Parlament keinen Einfluss hätten auf die Entschädigung von den Gerichten. Und das wird zwar mehr respektiert, mehr auch vielleicht nicht immer so, wie sich das wünschen. Das heißt, Theorie und Wirklichkeit klaffen heiren, wie so oft, auseinander. Und alle muss ich immer vorstellen bei der Separation des Pouvoirs, bei den drei Pouvoiren, wie Gewicht dadurch verdeelt sind. Wen hat wirklich die Legislativgewalt? Und da sind wir bei der zentralen Frage von der Demokratie. Möcht Volk selber, sie wird an direkter oder an indirekter Weise sind Gesetze? Sind es wirklich sind gewählten Vertreter, wenn es keine direkte Demokratie ist? Die sich um ihr Mandat halten, die Gesetze machen, oder also in der Wirklichkeit aber die Regierung, also die Exekutive, die größten Pouvoir hat. Aber wir sehen nur gerade an einer Krisenzeit, wie gut, dass sie muss aufpassen, dass die Pouvoir von der Exekutive nicht so viel groß geht. Wir kommen nicht auf den Orban, sein
illiberale Demokratie aber zeigt, weil Point davon wiederholen ich, mengen ich zwar, wer also die Hai, wann völlig souverän ist, da kann es auch desideren, den Rechtsstaat, den man ein bisschen charakterisiert tun, aufzubauen. Grundrechte wie Pressefreiheit anzuschränken, Gewaltentrennung abzuheben, Justiz zu unterwerfen und Rechte vom Parlament zu begrenzen. Wir sind also dabei der Ausgangsfroh. Dann wird vom Liberalismus oder von großen Teilen vom Liberalismus, darauf ist dann eben oft die Hai. Weltdemokratie kann gefährlich gehen für den Rechtsstaat, muss sie bereit sein, gewisse Grundrechte auch gegen Demokratie, das heißt gegen Volkssouveränität zu verteidigen. Dafür also froh, mein fünfter Punkt, besteht zwischen Liberalismus und Demokratie eine harmonische Union oder Gegensatz. Für alle, und du gehst ein bisschen noch an die Geschichte zurück, aber kurz. Von allem von konservativer und liberaler Seite gewöhnt eigentlich immer ein starkes Misstrauen par rapport zur Demokratie im Sinn von der Volkssouveränität. Aus unterschiedlichen Gründen oder mit unterschiedlichen Vierwänden. Der Freude geht von Platon, die gemengt wird, Philosophen müssten regieren, weil das Volk hat dafür keine Kompetenz, bis zu den neoliberalen Ideologen haut, die am Platz von der bedenklichen oder gefährlichen Demokratie lieber eine sogenannte Gouvernance von Experten hätten, die am besten wüssten, was gut für die Allgemeinheit wäre. Das sind die Eng, mit dem Misstrauen. Die anderen zeichnen ein idyllisches Bild von einer natürlichen Harmonie zwischen Liberalismus und Demokratie, das aber auch nicht der Realität entspricht. Die Geschichte vom Liberalismus an der Demokratie als langen Mekeroje Fluss. Das ist eine Geschichte von Widerspruch, von Konflikten, auch blutigen. An Europa, vor allem von der Französischen Revolution und durch ganz 19. Jahrhundert, bis heute, zieht sich eine permanente Spannung zwischen Liberalismus und Demokratie. Wahlrecht war lang nicht mehr für die Reich, für die Frauen sowieso nicht. Das Allgemeinwahlrecht, also liegt am 20. Jahrhundert, angefangen ging auch nicht auf Initiative vom Liberalismus, sondern hauptsächlich durch Kampf von der Arbeiterbewegung. Und dafür meine ich nicht, der Liberalismus gerät nach Vulgären ein Gegensatz eben just zur Demokratie. Du beschränkt sich die Demokratie auch nicht auf Wahlrecht. Zur Demokratie gehört der ganze Spielraum, an dem die Leute, Bürger, Arbeiter sich können organisieren, ihre Rechte und Interessen durchzusetzen. Dafür brauchen sie also, wie gesagt, einen demokratischen Spielraum. Und dafür ein ganz typisches Beispiel aus der Geschichte von dem Liberalismus an der Demokratie. Damit Demokratie verstanden als Recht von der Selbstorganisation. Mitten an der Französischen Revolution wird das Gesetz gestimmt, 1791, eine Loi Le Chapelier heißt sie, durch den ins Rabbruch tut, dass alle beruflichen Zusammenschluss, sie wird von Arbeiter, sie wird von Patronen, verbietet. Loi Le Chapelier, also wie gesagt, nach der Französischen Revolution. Alle Kooperationen müssen vernichtet gehen und dafür also doch verboten, so Zusammenschluss zu organisieren. Das ist ein typisch liberales Gesetz. Einerseits geht es ja darum, wenn es heißt, Patronen dürfen sich auch nicht organisieren, zusammen die freie Konkurrenz durchzusetzen, am Unterschied zu denen an der Mittelalter, die Zünfte, wo das nicht der Fall war, freie Konkurrenz. Und andererseits geht es aber auch darum, dass Arbeiter darauf gehindert gehen, sich zu organisieren. Für den Liberalismus, die liberalistische Auffassung, typische Auffassung, geht es nicht mehr Individuen
keine Klassen. Können dich vielleicht daran erinnern, Madame Thatcher hat es gesagt, es gibt nicht mehr Individuen, keine Gesellschaft. Gesellschaft gibt es nicht. Also gibt es nicht mehr Individuen, ein Verhältnis zwischen Arbeiter und Bourgeois, auch das typisch liberal, wird geregelt durch einen Vertrag zwischen gleichen Individuen. Die Auffassung schließt eine Kollektivorganisation, eine Koalition, die steht aus und dafür wird die verboten. Dafür steht am Code Penal als Folge von der Loi Le Chapelier von 1810, also Napoleon, sind wir da, den Delit de Koalition. Das heißt, sich zusammen, den, das heißt dann Koalition, als verboten, er wird bestraft. Gewerkschaften sind verboten. Den Delikt ist im Jahr 1810, die geht auch zu Lützeburg mit dem Code Napoleon, wird den nicht verholen. Bleibt zu Lützeburg an Graf bis 1879. Nur kommen ein paar Aufschwächungen. Aber der Strafparagraf selber an sich, als er 1936 hat zu Lützeburg aufgeschafft ging. An der 1948 könnt an als Verfassung den Artikel La Loi garantit les libertés syndicales. 1948, also nur im Zweiten Weltkrieg. Aber explizit nach immer nicht Streikrecht dem uns. Aber bis heute sogar steht an unserer Verfassung nicht den Droit de Grève ja Garantie, mais la loi organise le droit de Grève. Nicht Garantie. Das heißt, ich habe ganz liberal 19. bis an den 20. Jahrhundert ran, hatten, also da habe ich dafür noch die subalternen Klassen mal gemengen, kann ich natürlich sagen. Also nicht nur nicht Wahlrecht, aber hier war auch nach außerparlamentarischen Organisationen verboten. Die Geschichte von einem harmonischen Zusammenspiel von Liberalismus und Demokratie, die ich aber immer lese, ist also ein Märchen. Aber wirklich geht es von Seite von der liberalen Bourgeoisie ein hart an den Weis blutig auf hier, von all demokratischer Partizipation, hauptsächlich von der Arbeiterklasse, respektive anderen subalternen Sozialschichten, vom Kolonialismus nicht zu schwätzen. Und der siebte Punkt, schleichend Revolution, wenn die Braun, das könnt nur noch. Der Begriff liberal, und das ist ein bisschen eine Erklärung von dem, was wir gesehen haben, den Begriff liberal hat von Anfang an zwei Gesichter. Gesicht von einer Gesellschaft mit vielleicht sogar ausgedehnte Rechte auf Freiheiten. Und das andere Gesicht von einem Wirtschaftsliberalismus, der gerade die Rechte auf Freiheiten für die Majorität von der Population auf Ruhe stellt. Und das tut immer zu dem, auf welchem gesellschaftlichen Kontext, auf welcher gesellschaftlicher Klasse die Begriffe liberal und Liberalismus erfunden, geprägt und benutzt sind. Die Bourgeoisie vom 18. und 19. Jahrhundert, aber bis ans 20. Jahrhundert, selbstverständlich, ran bis heute, gingen natürlich um freiheitliche Rechte, die Meinungs- und Pressefreiheit, eine unabhängige Justiz, vor allem an ihrem Interesse, als Befreiung vom Absolutismus und von dem Macht von der Aristokratie. Mit derselbe der Bourgeoisie gingen um wirtschaftliche Freiheit, Liberté d'entreprise, freie Markt, freie Kapitalismus, Recht auf Privateigentum für allem und den Produktionsmitteln noch. Und das muss ein Widerspruch geworden zu einer Demokratie für gleiche Freiheiten für allen Menschen. Gerade heute, mit der konzentrierten Macht vom Kapital und immer mehr vom Finanzkapital, als der Wirtschaftsliberalismus rum eng von den großen Gefahren für Demokratie gehen, und auch mehr groß durch den Vierstoß vom Neoliberalismus. Das ist also, was Wendy Brown, die amerikanische Link-Autorin, eng schleichend Revolution nennt, den neoliberale Vierstoß, der darüber rauslebt, all Bereiche vom Leben, nicht nur den ökonomisch, all Bereiche vom Leben von der Welt, dem ökonomischen Kalkül zu unterwerfen. Das Modell von der Konkurrenz, vom sogenannten freien Markt, von Investition an Rendite. Dabei
brauchen wir mehr wie ein liberal-elektoral-Demokratie. Dagegen brauchen wir eine Demokratie von innen, eine Demokratie an Bewegung. Und in der Bewegung müssen mehr schaffen. Und das kann unterschiedliche Formen anholen. Und das wäre ein Ofen für sich. Aber dafür, für die Bewegung, für den Ansatz für Demokratie, erlöscht klingt Zitat vom Bertolt Brecht, ich finde ihn immer schöner. Hm. 1942 am amerikanischen Asyl sollten anscheinend einer von seinen Freundinnen, die Schauspielerin war, und die sollte reden, an Amerika ist immer selbstverständlich, die sollte reden, gegen den Faschismus, wird gesagt, so an den Geriert, dass Demokratie nicht etwas ist, was den hört oder nicht hört, sondern mehr etwas, da den ständig muss kämpfen, wann er nicht hört. Merci für Ihre Geduld.